Die junge Wirtschaft Oberösterreich zeigt auf. Einer dieser Unternehmer ist Dieter Haring. Er ist Inhaber einer kleinen Werbeagentur in Grein im Strudengau. Wenn Dieter Haring mit Kunden telefonieren will, muss er notgedrungen das Fenster aufmachen, um genügend Empfang zu haben. Und auch von einer leistungsstarken Internetanbindung kann die Agentur nur träumen. Warum es für uns wichtig ist, ist ganz klar. Wir sind zum Beispiel eine Internet- und Werbeagentur. Das heißt, wir haben sehr große Datenmengen, die wir zu transferieren haben, sei es jetzt im Printbereich, wenn wir zum Beispiel Folder und so weiter machen. Das sind gleich einmal 200, 300 Megabyte, die wir an Datenvolumen da eben transferieren müssen, wo wir dann teilweise 2 Stunden, 2,5 Stunden Ladezeit haben, das mit einer Glasfaseranbindung zum Beispiel im Zentralraum in wenigen Sekunden machbar ist. Unternehmer in Grein sind mit diesem Problem jedoch nicht alleine. Auch rund 70 Kilometer weiter nördlich in Freistadt ist die Situation eine ähnliche. Mobilfunk reißt alle paar Stellen ab, wenn man Richtung Linz sich bewegt. Das heißt, wir haben bei weitem kein ausgebautes Mobilfunknetz. Ähnliches Verhalten ist mit den kabelgebundenen Techniken. Die sind zwar vorhanden vor Ort, aber halt von vorgestern. Eine Glasfaserverbindung wäre sogar vorhanden. Nur die Anschlüsse zu den jeweiligen Betrieben fehlen. Und selbst wenn diese Hürde beseitigt wäre, entstehen sehr hohe Kosten. Also wenn ich jetzt das konkrete Beispiel hernehme, ja, der Herr D. aus Linz bei einem prämierten überregionalen Anbieter zahlt 49,90 Euro für 20 bis 50 Mbit oder bis 100 Mbit. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Bei uns würde man für nur 10 Mbit 490 zahlen. Für die junge Wirtschaft besteht deshalb dringender Handlungsbedarf. Jeder junge Unternehmer braucht, damit er seinen Betrieb kommt, ordentliche Straßen. Er braucht einen Strom und er braucht eine leistungsstarke Internetanbindung, damit er für die Zukunft gerüstet ist und gut arbeiten kann. Gerade im ländlichen Raum ist wichtig, dass man weiter ausbaut und dort Prioritäten setzt. Das Land Oberösterreich hat jetzt eine neue Initiative für den Ausbau des Breitbandes in den nächsten Jahren geplant. Wir als junge Wirtschaft unterstützen diesen Plan und fordern, dass dieser so schnell wie möglich umgesetzt wird. Konkret will das Land über 100 Millionen Euro in den nächsten 8 Jahren in den Ausbau des Leitungsnetzes investieren. Demgegenüber stehen 1,7 Milliarden Euro, die ein flächendeckender Breitbandausbau für ganz Oberösterreich kosten würde.